Hallo, ihr Lieben. Oh no, da bist du. Hallo, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr bei mir vorbeischaut. Wenn du wachsen, frei und eigen sein willst, dann bist du bei mir genau richtig. Denn ich werde dir Videos zeigen, die dich ermutigen und inspirieren werden, deine Herzensstimme zuzuhören und deine eigene Realität erschaffen zu können. Ich habe mir lange überlegt, mit was ich denn heute beginnen möchte, bis ich davon überzeugt war, dass es am sinnvollsten ist, quasi ein Einstiegsvideo zu meinem Körper-Geist-Verständnis zu machen für euch, um euch auf ganz leicht verständliche Art und Weise zu erklären, wie ich denn eigentlich arbeite. Genau, mit meiner eigens entwickelten Bodywork-Methode habe ich quasi eine Methode entwickelt, wie ich Körper und Geist näher zusammenbringe und quasi die Körpersprache ein wenig dekodieren kann, sozusagen. Genau, also nach einer kurzen Meditation zur absoluten Konzentration beginnt dann der praktische Teil der Bewegung. Und das heißt, ich versuche, meinem Körper sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken, mit meinem Geist und bewusst die körperlichen Grenzen zu erfahren, um sie dann mit Bewusstheit und voller geistiger Aufmerksamkeit immer wieder ein kleines Stück erweitern zu können. Klingt alles viel komplizierter, als es ist am Ende. Ich möchte euch das gerne zeigen und genau mit meiner Stimme im Voice-Over mit Texten, die ich dazu geschrieben habe, das Ganze rüberbringen und bin gespannt, ob das irgendwie verständlich rüberkommt. Auf jeden Fall viel Spaß dabei und ich freue mich, von euch zu hören. Bis gleich! Dann beginnt der praktische Arbeitsteil. Nun folge ich in der Bewegung meiner Bordering-Methode, um kleine äußere als auch innere Blockaden aufspüren und lösen zu können. Dabei strecke ich beispielsweise meinen linken Arm so weit zur linken Seite aus, dass meine Fingerspitzen einen imaginären Punkt erreichen. Dies ist nun die erste scheinbare Grenze, die es im zweiten Schritt zu erweitern gilt. Jetzt kann beispielsweise die ganze Schulter der Bewegung folgen, sodass sich der ganze Oberkörper nach links verschiebt, was die Hüfte zum Ausgleich zwingt. So entsteht eine ganze Kette, die das volle Potenzial des Körpers erst entfaltet. Die geistige Arbeit dabei ist, diese Kette mit Bewusstheit zu verfolgen. Oft stellte ich dann beispielsweise fest, dass der untere Rücken bei der Bewegung nicht mitmachte und so eine Optimierung der Bewegung sowie eine klitzekleine Grenzerweiterung nicht erlaubte. Indem ich bis nach vorne zog, löste sich der Wirbel von der Rückenlehne. Ich drohte bei dem Versuch, meine stabile Mitte zu finden, vom Rolli zu fallen. Nun verstand ich diesen Wirbel und seine Motivation. Direkt suchte ich mir einen Schal, mit dem ich meine Hüfte mit der Rückenlehne verknotete. Damit konnte ich einen Sturz vom Rolli ausschließen. Erstaunlicherweise konnte ich nun beobachten, wie der Unterrücken mehr Beweglichkeit zuließ. Die nun entstandene Sicherheit veranlasste den Wirbel, die Blockade aufzulösen, sich von der Rückenlehne vorsichtig zu lösen und eine Aufrichtung zuzulassen. Nun konnte ich durch eine ausgleichende Hüftbewegung meinen linken Arm noch weiter zur Seite reichen, sodass meine Fingerspitzen nun die anfängliche Grenze mit Leichtigkeit erweitern konnten. Bei dieser Arbeit stellte ich fest, dass wirklich alles einen Sinn hatte. Der schulmedizinische Stempel,
der von behindert und defekt sprach, den Geist zu falschen Schlüssen führte. Mein Körper hatte die gleichen Ziele wie mein Geist. Für ihn standen auch Überleben und Sicherheit an erster Stelle. Täglich waren beide anders programmiert, was intern zu Missverständnissen führte. Die Programme meines Körpers wollte ich mit Bewusstheit fluten, um meine Körpersprache zu dekodieren und ihren Sinn zu verstehen. Diese gemeinsame Verständnisebene zwischen Körper und Geist sollte ein unzerstörbares Bündnis schaffen. Mit dieser grundsätzlichen Beziehungsarbeit bewege ich mich bewusst, beobachte, verstehe und lerne. Ich benutze die Stärke, Präsenz und Aufmerksamkeit meines Geistes, um meinen Körper in seinem Ausdruck und seiner Bewegung zu verstehen und so auch zu unterstützen. Das ist gut.